Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 Ultimate Team. Ja, ich habe mich jetzt schon hier seit einer Woche nicht mehr angemeldet. Einfach weil ich nicht so die Lust und, naja, Zeit hatte ich wahrscheinlich schon, aber nicht so die Lust irgendwie auf FIFA auf dem PC hatte. Ja, aber wir haben jetzt mittlerweile noch einen Set bekommen, keine Ahnung, was das ist. Das hatten wir ja, glaube ich, schon vor zwei, drei Folgen mal bekommen. Wir machen es einfach mal auf. Keine Ahnung, ob das so ein Season-Ticket ist, aber dürfte eigentlich nicht so sein. Ja, hier ist auch nichts drin, von daher ist uns das auch egal. Ich habe gerade mal so ein bisschen geguckt, wie viel denn so die guten Spieler wert sind. Also sowas wie Lewandowski, Reus, Aguero und so weiter. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die entweder buggt der Markt momentan wieder so ein bisschen rum. Ist da was wert? Oder es werden einfach extrem wenig Packs gezogen. Also zum Beispiel, es gibt nur drei Ronaldos auf dem Markt und einer davon ist der Inform. Und ich glaube, die kosten auch alle 5 Millionen oder so. Also ist irgendwie, weiß ich nicht, nicht so geil. Ich glaube, wir werden jetzt einfach nochmal die anderen paar Goldsets haben oder ziehen, die wir jetzt noch haben. Es dürften so ungefähr drei Premium Goldsets sein und dann halt noch irgendwie so ein Silberpack. Und da haben wir Benzema. What the fuck? Wie viel ist denn der hier wert auf dem PC? Ich habe letztens gesehen, der auf dem. Ja. Oha. 85.000. Also 74.000 wird hier auf den geboten. Haha. Das ist ja mal geil. Okay. Ja, ich würde sagen, damit lässt sich doch arbeiten. Ich weiß halt nicht, wollen wir um den jetzt erstmal in den Team drumherum bauen? Weil, wenn man sich mal seine Werte anguckt, der hat einfach sehr gute Werte, also 84 Tempo, 84 Schießen, 74 Physical. Das sieht schon nicht schlecht aus. Man könnte den ja zum Beispiel auch als Mittelstürmer oder so spielen. Und dann in den Sturm irgendwie so ein Hernandez oder so. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, den werden wir erstmal so behalten. Das war jetzt mal akzeptabel hier. Sonst, ach, der wird sowieso nichts wert sein. Dem könnte ich mir noch vorstellen, dass er einfach nur wegen Tempo was wert ist. Aber auch nicht so wirklich. Ja, und der auch nicht. Wir haben noch die Verträge mit. Dann hier. Das können wir listen. Das wird, denke ich mal, auch noch weggehen. Die Verletzungskarten nehmen wir auch mit, weil die sind relativ teuer. Das können wir noch aktivieren hier. Sondern den Ball. Ah, finde ich jetzt nicht so schick. Ist der vielleicht noch was wert? Nee. Okay. Aber das Pack, das war ja jetzt mal sehr gut. Also hier mit Benzema, ne? Damit kann man doch arbeiten. Ich glaube, wir werden jetzt trotzdem noch die 350 FIFA Points einfach runterziehen und dann mal gucken, was wir haben. Wahrscheinlich nichts. Dann können wir uns ja um Benzema so ein Team rumbauen. Ja, Pelé haben wir ja gezogen, leider den falschen. Auf dem PC gibt es ja keine Legenden. Heuberg ist ja was wert. Na gut, ne, das wollte ich jetzt nicht, aber ist egal. Pelé wird einfach mal nichts wert sein durch sein Tempo. Wobei, manchmal weiß man ja, aber ich denke einfach mal überhaupt nicht. Ja, also hier für 750 kann man den sofort kaufen. Das ist eigentlich einfach mal nix. So, Stürmer zu MS kann man mal mitnehmen. Ja, das braucht sowieso keiner. Ich glaube, das kann man alles abstoßen. Können die ja einfach mal anbieten, weil für 150 ist besser, als wenn wir sie abstoßen. Aber der Rest ist wieder nichts wert. Jetzt ziehen wir nochmal so ein Silber-Set für 50 FIFA-Points. Ja, und dann. Ich bin gerade am Überlegen, was man so um Benzema rumbauen könnte. Ich meine, wir haben jetzt nicht so viele Münzen. Oh, von RB. Salzburg. Nix wert, okay. Wir haben sogar zweimal Münzen, okay, das ist relativ cool. Nur das bringt uns halt eigentlich nichts. Ich würde lieber irgendwie so einen richtig geilen Spieler ziehen, wo wir mal irgendwie 100.000 dran verdienen. Wir haben ja jetzt hier Benzema, das hier, das können wir uns mal. Ja, nee, ich werde es sowieso nicht benutzen, deswegen können wir es einfach mal anbieten. Die Münzen, die können wir noch einlösen. Ja, komm, mach. Sondern die Spieler werden einfach mal nichts wert sein, wie immer. Ach, jetzt habe ich natürlich die
die Tür nicht zugemacht. Die Tür. Ja, das Fenster. Also falls ihr irgendwelche Kinder hört oder so, das ist der Kindergarten, der da irgendwo hinten steht. Tut mir leid, aber daran kann ich jetzt nichts ändern. Und wir haben den Inform. Ja, what the fuck, Fisch? Ja, Alter, wie geil ist das denn? Wir haben jetzt 3 Goldpacks gezogen. Einmal Benzema und einmal Wilsch hier gezogen. Na gut, hier sieht man die Informs ja nicht. Haha, ja geil, genau. So muss das. Rafinha nehmen wir noch mit. Alter. Ist natürlich jetzt, wäre natürlich besser gewesen, wenn die 2 Spieler jetzt aus der gleichen Liga gekommen wären. Aber Wilsch, hallo in den Inform. Ich meine, wir fügen den einfach mal hinzu. Wir gucken gleich mal, wie viel der Wert ist. Also, das ist ja richtig geil. Ich muss sagen, das hat sich doch gelohnt. Haben wir mal richtig Packluck gehabt. So, das... Brasilien. Wir nehmen es mal mit, weil ich finde, dass das Trikot sieht gar nicht so schlecht aus. Das hier... Warum ist das Trikot von Neuseeland eigentlich selten? Das ist nichts wert. Toll. Na egal, wir haben nochmal ein paar Münzen. Ach, ich nehme es einfach mit. Wer weiß, vielleicht nehmen wir das ja irgendwann mal. So, wir gucken jetzt nochmal kurz in unserem Verein. Ja, haben wir einfach mal eine Inform gezogen. Das ist mal sehr nett. Das finde ich super. Martinez ging für 3000 weg, also für 3100. Ja. Okay, man kann jetzt nicht sagen, dass... Oh, das 1000 Münzen wert, what the fuck, warum? Weil das Silber ist oder was? Naja, ist mir egal. Warte mal, Holtbier, den bieten wir jetzt nochmal so an. Vielleicht will ja doch noch jemand haben. Gomis bieten wir auch nochmal so an hier. QPR will eh keiner haben, scheinbar. Den hier. Normalerweise, der müsste doch ein bisschen was wert sein, oder? Wobei ich weiß jetzt nicht, wie die Innenverteidiger in der türkischen Liga so sind, aber 74 Tempo für einen Innenverteidiger und dazu noch 80 Defending, 81 Defending und 80 Physical ist doch eigentlich recht gut. Sollte man meinen. Ja, das hier können wir jetzt alles... Ja, da ging noch weg für 1700. Okay, cool. So, geh weg. Jetzt will ich nochmal gucken. Im Verein, unsere Spieler. Was haben wir denn hier überhaupt so? Ach ja, wir haben ja auch noch Bale. Den können wir direkt mit Benzema in Verbindung bringen, also für 4 Spiele. Das ist natürlich sehr geil. Ich weiß nicht, das hier ist ja französische Liga, ne? Ja, Ligue 1. Oder Ligue 1, was auch immer. Ja, sonst haben wir hier noch Bundesliga. Warum haben wir hier eine rote Karte? Ach so, ja, vom letzten Mal. Da war ja was. Dann haben wir ja noch unser Franzosenteam und hier halt noch irgendwelche Bronzespieler. Ja, toll. Ich gucke jetzt nochmal, wie viel Wilsch hier oder Wilsch her, wie auch immer der ausgesprochen wird, Inform wert ist. Was ist denn hier jetzt weggegangen? Ach. Okay. Na gut. War auch scheinbar doch irgendwas wert. Da ist er. So, guck mal einfach mal. Der Inf... Ne. Okay. Ich habe ja gerade gedacht, der ist so viel wert, aber... Aktuelles Gebot 60.000 und 90.000 zum Sofortkaufpreis. Ich weiß halt nicht so, ob sich das lohnen würde, den jetzt erstmal zu behalten, weil die Informs, die steigen ja meistens, wenn die wieder aus dem Team der Woche raus sind. Einfach weil die halt... Ja, nicht mehr als Inform vorhanden sind und nicht mehr gezogen werden. Ich glaube, wir behalten den erstmal und versuchen, oder ich versuche dann bis zum nächsten Mal so ein Hybrid aus Benzema und Wilshere zu bauen. Weil das ist ja einfach mal richtig geil. Wir haben 3 Packs gezogen und einen Inform, also auch einen Inform, der relativ gut ist, ne? Also gut, die Werte hier, die sind jetzt nicht so geil, muss man ehrlich sagen. Mit 70 Schuss, aber zum Beispiel 84 Passen und Dribbeln und Physical hat er. Wobei, ich glaube, ich werde ihn eher so als ZM spielen. Wenn man sich mal so die Karte anguckt, wirklich verteidigen kann der ja nicht. Was hat denn der? Der hat auch nur 3 Steine schwacher Fuß und, na gut, Spezialbewegung ist jetzt für mich nicht so relevant. Weil ich eh nicht skillen kann. Aber das kann sich doch sehen lassen. Okay, das werden wir dann bis zum nächsten Mal machen. Also, ich weiß noch nicht genau bis wann, weil es kann sein, dass ich dann nach direkt noch eine Folge aufnehme. Aber bis irgendwann werde ich mal so ein Team zusammenstellen. Oder ihr könnt mir auch gerne Vorschläge machen.
Vielleicht, also ich werde das wahrscheinlich dann noch mit Bale koppeln, also das könnte schon ein recht cooles Team für 4 Spiele werden. So, aber wir widmen uns jetzt mal wieder der Liga und zwar sind wir ja jetzt eigentlich kurz vorm Titelgewinn, wenn man sich das hier mal so anguckt. Aber, ah, hier kann man nochmal angucken, so Passgenauigkeit sieht scheiße aus, Ballbesitz geht, Tordifferenz. Ich krieg im Durchschnitt über ein Gegentor pro Spiel, ne? Das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein. So, warte mal, okay, wir sind jetzt in Liga 9. Und wenn wir jetzt das nächste Spiel gewinnen, dann können wir sozusagen in Liga 8 aufsteigen. Ja, ich würde sagen, wir spielen einfach mal. Unseren LV können wir ja nach dem Spiel dann einfach schnell verkaufen. Und können uns dann einen neuen LV holen. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal einen Cut. Und ja, wir hören uns dann gleich wieder, wenn ich einen Gegner gefunden habe. Wie immer eigentlich. Ja, dann bis gleich. So, hier sind wir wieder. Ja, es hat jetzt eine Weile gedauert. Ich glaube, ich nehme das hier. Ja. Man sieht jetzt übrigens auch wieder die Latenz. Das wurde jetzt schon seit irgendwie ein paar Tagen in so einem Patch wieder aktualisiert, also dass es jetzt wieder die Latenz gibt. Ja, und unser Gegner hat ein, ja, so Bundesliga-Team mit irgendeinem Brasilianer im Sturm, der eigentlich LF ist und noch irgendwas stimmt da nicht so. Naja, ist uns egal, denn wir wollen ja jetzt spielen. Also, ich habe jetzt gerade auch nochmal FIFA neu gestartet und nee, es schneit. Und ein weißer Ball, was ist das denn? Ey, willst du. Nee. Ah ja, geil, geil, geil. Willst du mich verarschen? Der ist jetzt durchgerannt und hat aus dem Winkel ein Tor geschossen. Ist das denn jetzt dein Ernst? Ja, gut, okay, das war richtig schlecht verteidigt einfach mal. Aber dass der natürlich so durchrennen kann, das ist ja schon scheiße. Hab mir mittlerweile auch so ein mehr oder weniger interessantes Team schon überlegt. Ne, der ist nicht schneller als mein Verteidiger, aber mein Verteidiger macht einfach mal einen Fehlpass. Und mein Gegner macht 2-0. Ey, das ist doch nicht normal. Was ist denn los? Ich meine, klar, ich habe den Silberkeeper, aber wie schlecht ist denn das verteidigt einfach mal? Guckt's euch an. Was macht mein Keeper da? Der stellt sich einfach hin und macht nichts. Getrost nichts. Ja, okay, so kann man schon mal in ein Spiel starten. 2-0 nach 3 Minuten hinten liegen, so muss das. Ach so, scheiße, ich habe gedacht, der Schiedsrichter ist ja mein Spieler oder einer meiner Spieler. Ja, das wollte ich eigentlich nicht, ne? Ja, weil der abseits war, im Abseits war. Scheiße! Okay, ist egal. Wir können das alles noch aufholen. Wir haben ja noch genug Zeit. Ich habe mir nämlich so überlegt, dass ich ja so ein Team mit Ramsey noch machen könnte, also dass ich mir Ramsey kaufe. Ach komm, nee. Einfach jetzt hier erstmal geklärt. Weil der könnte ja mit hier Wilshere von Arsenal und. Ah, komm, Spiel. Und hier Bay Lincoln, weil der ist ja Wailzer oder Railzer, wie auch immer das nennt. So, komm, den Ball haben wir aber jetzt. Okay, das war einfach schlecht. Ich habe gedacht, er hat 4 Steine Skills. Aber hat er nicht gehabt. So, und mein Gegner hat da minimal Glück, dass er so an den Ball kommt. Aber wie der jetzt die 2 Tore gemacht hat, ich weiß nicht. Das ging doch vor dem Patch definitiv nicht. Also klar, das 2-0, das geht immer. Oder das ging da auch schon, aber. Jetzt gibt es bestimmt noch eine rote, oder? Nee, gar keine Karte. Das ist sehr schön. So, wir lassen einfach mal den Ball durch. Nett gemacht, aber. Ja, unser Gegner hat entweder übelst Pace oder mein Spieler hat einfach eine Scheißballannahme gehabt. Oder beides, ne? Geht natürlich auch. So, jetzt mein Gegner wieder. Warum wechselt mir denn das andauernd den Spieler? Ja, okay, das war jetzt eigene Dummheit. Habe ich Glück gehabt, dass ich wahrscheinlich noch einen Gegentreffer kassiere. So, jetzt vielleicht mal hier mit einem Anschlusstreffer ein bisschen Spannung aufbauen. Okay. Das hat nicht so funktioniert. Ich dachte eigentlich, der dreht sich vorher nochmal, bevor er den Pass spielen will. Aber hat er nicht gemacht. Mein Gegner hat bisher einfach so die Nase vorn. Also, das ist genauso wie der letzte Gegner. Der geht halt einfach drauf und bekommt dann den Ball. Und jetzt habe ich halt mal Glück. Der Ball prallt ab. So.
Okay, das war genauso scheiße gemacht. Und jetzt habe ich natürlich nicht das Glück und schieße auch noch am Tor vorbei. Am leeren Tor, ne? Man muss sich überlegen, was mein Gegner in der ersten Minute für ein Tor gemacht hat und was mein Spieler jetzt am leeren Tor vorbeiköpft. Also, das ist schon eine Leistung, du. Okay, da habe ich gedacht, na gut, ne, ist egal. Ja, was halten wir von der Idee, wenn wir mal zum Ball gehen, ne? Das wäre super. Hä, was macht denn der da? Okay. Ah, das sieht schon wieder nicht so gut aus. Einfach weil gegen den Gegner habe ich nicht so das Gefühl, dass ich innerhalb von ein paar Minuten zwei Tore einfach so mache, wie der gegen mich. Ja, und er kommt halt jetzt auch noch mit solchen Pässen einfach durch. So, wenn das jetzt ein Elfmeter gewesen wäre, dann hätten wir schon fast die Vorentscheidung gehabt. Aber war es glücklicherweise noch nicht. Noch nicht. So, jetzt mal nicht so viel rummachen hier, sondern einfach mal durchrennen. So, und jetzt einfach mal flanken. Aber die kommt scheiße. So, und jetzt ist er halt wieder am Kondern, ne? Wie ein kleiner... Ne, ich sag das jetzt nicht. Aber wie so ein kleiner Arschkeks halt. Was war das jetzt? Ein Foul, okay. Habe ich da nicht mehr hingeguckt. Kann natürlich sein, aber habe ich nicht so gesehen. So, hier kommen wir nicht im Ballbesitz. Und ich verteidige einfach richtig schlecht. Guckt euch das an. Und jetzt? Ne. Wäre fast das 3-0 gefallen. Das wäre es natürlich schon fast gewesen. So, und jetzt renne ich einfach mal durch. Aber er kommt natürlich an den Ball vor mir. Das funktioniert leider bei mir nicht so einfach. Jetzt können wir vielleicht mal gucken, dass wir hier ein bisschen schneller kombinieren. Ja, da kriegt er aber den Ball dann nicht unter Kontrolle. Das verstehe ich halt nicht ganz so. Ach, Kacke, das war schlecht gemacht. Hier kommen wir jetzt nicht an den Ball, schade, weil da hätte man direkt wieder den Gegenangriff einleiten können. Aber ich verstehe das nicht. Mein Gegner, der rennt halt einfach durch und ich kann ihn nicht verteidigen. So, okay, das war wieder schlecht gemacht. Ich muss einfach im Aufbauspiel mehr die Ruhe bewahren und halt nicht so sinnlos nach vorne spielen. Was war denn das jetzt schon wieder? 2 Meter vor ihm stand der Spieler und er will den auf den Stürmer bringen. Was soll denn das? Der verstehe ich nicht. Na, jetzt ist er natürlich wieder auf dem Außen durch. Ich habe immer Angst, dass ich in solchen Situationen einfach mal einen Elfmeter kassiere, was ja lächerlich wäre. So, und jetzt wieder hier. Ja, und mein Tor hält mich definitiv hier im Spiel. Was ist jetzt los? Stürmerfoul, okay. Aber so funktioniert das hier nicht. Ich muss hier irgendwie jetzt mal die Kurve bekommen und zumindest noch vor der Halbzeit das 1-2 machen, aber so nicht. Spielen wir mal hier auf der Außen. Es war natürlich übelst behindert, dass ich direkt am Anfang 2 Gegentore kassiert habe. Also, ja. Mein Spieler tackelt am Gegner vorbei. Kann man mal Rouge machen. So. Okay, und an den Ball kommt mein Spieler nicht ran. Alles klar. War kein Ding. Aber mein Gegner, der hat halt übelst Freiraum. Ich weiß nicht, wo meine Spieler stehen, aber auf jeden Fall nicht beim Gegner. So. Jetzt können wir hier mal ein bisschen versuchen. Wie dann. Na, komm, ja. Ja, okay. Lacken wir uns einfach mal durch und machen so das 2-1. Haben wir natürlich Glück gehabt, wie wir da einfach durchgekommen sind, aber es soll uns egal sein, denn es steht wieder 2-1 und damit könnte wieder was drin sein. Aber er macht das. Ich muss schon sagen, er macht das gut mit diesen schnellen Hin- und Hergezuppel. Also, dass er einfach. Ja, okay, jetzt ist Halbzeit. Also, er einfach kurz antäuscht, in Richtung zu laufen, aber dann direkt halt wieder nicht. Ja, gut. Das ist natürlich auch geil. Passgenauigkeit unter 50% bei beiden. Also, wir haben nicht mal zusammen 100% Passgenauigkeit. Ja, und ja. Gegner hat ganz klar Vorteile. Wobei ich halt sagen muss, dass ich die ersten 2 Chancen und damit die 2 Tore eigentlich schon fast mir selbst zuzuschreiben habe. Einfach weil ich da nicht verteidigt habe. Also er ist ja einfach durchgerannt. Da war ja nichts, wo ich sagen könnte, ja, hat der Gegner gut gemacht. Auch das 1-0, ne? Also wie gesagt, weiß ich nicht, ob das so ein übliches 4-15-Tor mittlerweile ist.
Ey, willst du mich denn echt verkackeiern? Aber zum. Warte mal. Wie kann ich denn nur einen Torschuss haben? Ich habe doch mit dem einen Torschuss das Tor gemacht. Und dann hat aber doch Gormis noch mal am Tor vorbeigeköpft. Das ist doch auch. Das zählt doch auch als Schuss, oder? Ich dachte, das zählt eigentlich auch als Schuss, aber naja. Habe ich sowieso das Gefühl, dass die Statistik nicht so ganz genau ist. So, das. Ich wollte jetzt schon wieder gar nicht dahin, aber ist mir egal, solange das funktioniert. So, der Ball kommt bestimmt zu weit. Nee, nicht. Ja, und dann kommt halt wieder kein Spieler von mir da an den Ball. Aber ich glaube, der Gegner, den können wir noch knacken. Also, der ist jetzt nicht unbedingt so gut. Der rennt halt und dribbelt. Ich meine, das machen wir auch nur. Und solche Pässe, ne, die kommen halt perfekt an. Das finde ich immer so ein bisschen nervend, wenn ich dann fast den gleichen Pass bringe. Aber bei mir kommt er halt dann nicht an, ne? So, hier, ne, okay, da habe ich gedacht, mein Stürmer oder mein Flügelspieler rennt da über der Außen durch. Hat er aber nicht gemacht. So, will er jetzt ein bisschen Zeitspiel machen, oder was? Jo, also er denkt sich jetzt erstmal, wir haben Zeit. Wir spielen hinten rum, weil wir es können und kontern dann. Das sind ja die geilsten, ne? Erst wie eine Pussy hinten rumspielen und dann kontern. Aber gut, ich glaube, ich würde es genauso machen. Was ist denn das? Kein Foul? Hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Ja, das ist wieder viel zu hektisch hier. Haben wir Glück, dass wir noch an den Ball kommen. Ja. Ich weiß nicht, was macht denn der? Wenn ich so eine irgendwie ein paar Sekunden am Ball bin, pfeift er nicht mal abseits. Erst wenn ich dann irgendwie schon eine Weile rumgerannt bin, ne? Also bitte, FIFA. Wie wär's mal mit bisschen Realismus? Ich wollte ja auch gerne mal wissen, was jetzt überhaupt so in FIFA 15 in dem neuen Patch alles verbessert bzw. verändert wurde, weil verbessert, ne, muss ja nicht jede Veränderung gleich sein. So, da können wir spielen, ja. Ich spiele mal hier über der Außen. Ja, da haben wir wieder Glück. Und da, ja. Das ist halt das, ne? Durch jede Lücke kriegt er den Ball durchgespielt. Und bei mir, da funktioniert es halt nicht so einfach. Zum Beispiel hier. Ich meine, gut, das war vielleicht jetzt eine andere Situation, aber prinzipiell, ne, verstehe ich das halt nicht ganz. Wie bei dem dann jeder Pass eigentlich durchkommt. Oh, das wäre es ja jetzt gewesen. Da hätte er den so reingemacht. Aber der Gegner, muss man einfach sagen, der spielt besser nach vorn, hat mehr Chancen und ich glaube, der verdient auch hier bisher den Sieg. Also die Führung ist nicht unverdient sozusagen. So, das war bestimmt abseits, wie ich, ja. Wie ich mich kenne, war das garantiert abseits. Was frage ich überhaupt? So, der spielt wieder hier unten hin, wie so eine Pussy. Und jetzt. Was ist denn das? Ey, Mann, der haut mich halt einfach um. Der kriegt zwar auch einen Ball, aber er haut mich halt einfach um. Und das ist halt nicht elfmeterwürdig, ne? Was ich schon für Elfmeter gegen mich kassiert habe, da kriege ich einfach das Kotzen. Wenn ich dann sehe, was die Gegner mit mir machen. Ja, okay, das ist Pech, würde ich einfach mal so sagen in der Situation. Und jetzt wird halt wieder faul gepfiffen. Ich habe keine Ahnung, warum oder was ich jetzt wieder falsch gemacht habe. Aber, ey, komm, ernsthaft? Hat er gerade echt an mir vorbeigespielt? Ich habe echt das Gefühl, das funktioniert so mit Gummis nicht. Also was Gomez jetzt bisher in dem Spiel jetzt so geleistet hat, da bin ich nicht so begeistert von, muss ich ehrlich mal so sagen. So, wir können jetzt auch mal ein bisschen offensiver gehen, weil ist ja egal, wenn wir jetzt noch ein Tor kassieren. Ein Unentschieden wäre jetzt angebracht. Komm, spiel den Ball, ja, nice. Was ist das denn für eine Flanke? Also das war ja wohl mal nix. Mein Gegner kommt wieder in Ballbesitz. Ja.
Ach, es ist schon ärgerlich. Also, wie ich vorne einfach mal nichts geschissen bekomme und mein Gegner einfach schön hier durchkommt vorne. Was ist das denn? Ey, Gommis, bitte. Ach, das war wieder schlecht. Also, habe ich mir schon so einen kleinen Plan gemacht, was ich dort spielen will. Und dann rennt mein Spieler aber anders. Gut, da kann der Spieler prinzipiell nichts für. So, komm, wie wär's mal? Nee. Wäre schön gewesen, aber gut, vielleicht machen wir jetzt noch ein Eckballtor. Das wäre ja noch besser. Oh lol. Ja, da haben wir mal richtig Luck gehabt. Haben wir jetzt das 2-2 gemacht. Also, ich weiß nicht. Verdient ist es wahrscheinlich nicht. Bin ich ganz ehrlich, aber ich bin froh, dass ich hier das 2-2 gemacht habe, nachdem was mein Gegner in der ersten Halbzeit abgezogen hat. Also, was heißt erste Halbzeit, ne? Außer den zwei Toren hat er natürlich nichts gerissen, aber er hat zwei Tore gemacht. Und das ist halt das, was mich so minimal abfuckt. Vielleicht können wir ja jetzt noch einen Siegtreffer machen. Das wäre es jetzt natürlich noch gewesen. In den letzten 3 Minuten das Spiel zu drehen. So, okay, komm. Wir machen jetzt mal einen Standard und zwar Tor zustellen. Und flanken jetzt mal rein und gucken, dass da nichts wird. Okay. Okay, das habe ich aber schon gesehen, Kollege Turnschuh. Ah ja, komm, nee, doch nee. Vielleicht noch eine Chance. Und Sveti? Oh komm, den muss er machen. Den muss er einfach machen, mein Spieler. Oh, da hatten wir den Sieg noch auf dem Kopf. Oh, das ist jetzt echt ärgerlich. Also, da hätte er noch das 3-2 machen können in der letzten Minute. Oh, schade. Naja, ist egal. Am Ende glücklich für uns, in der 88. Minute das 1, das 2 zu 1, 2-2 zu machen. Aber ich weiß nicht, das war jetzt schon wieder in der Schlussphase, ne? Da hätte ich mir schon wieder so einen Sieg gewünscht. Aber gut, da machst du einfach mal nichts. Ja, Passgenauigkeit war einfach mal grottig. Und man muss sagen, am Ende, ja, die Chancen, wir hatten fast eigentlich gleich viele Chancen und gut, am Ende habe ich noch in den letzten 2 Minuten ein bisschen Druck gemacht, hat mir aber nichts gebracht. Weswegen wir jetzt bei 11 Punkten stehen. Also immer noch kein Titel. Schade. Ich will aber jetzt nochmal kurz, so für den Anfang, ein neues Team erstellen. Und zwar selbst aufbauen. Wir nennen es einfach mal Hybrid. Ja. Und zwar soll das Ganze ein 4-3-3 werden. Und zwar das hier. Ich kann euch jetzt erstmal erklären, was jetzt so der Plan ist. Also hier vorne soll auf jeden Fall Benzema hin. Hier muss dann Bale hin. Den haben wir uns ja mal, oder haben wir uns ja geliehen. Ich glaube, den können wir uns sogar nochmal leihen. Aus dem Katalog speziell. So, dann will ich hier eigentlich den Wilshere hinstellen. Ja, und so, die Spieler haben wir jetzt erstmal. Hier soll dann Ramsey hin und da gucken wir jetzt erstmal. Wie viel der kostet, weil wenn der jetzt 20.000 kostet, dann wird das natürlich nichts. Sieht gut aus hier, 8.000, den können wir uns leisten. Der liegt voll im Budget. Müssen wir mal gucken, für wie viel wir den jetzt bekommen. Okay, das ist noch nicht. 7.000 so. Ja, komm, der ist meiner. Ich mag es ja, wenn die Spieler so frisch gezogen sind. Ja, Ramsey. In den Verein. Jetzt wollte ich noch mal gucken wegen Chese Rodriguez, wie viel der kostet. Okay, den kriegt man auch für den Preis. Okay, sehr schön. Ich habe jetzt gedacht, die kosten alle viel mehr, aber da könnte das Team schon durchaus was werden. Also der ist ja echt relativ günstig für unsere Verhältnisse jetzt. Ich habe so gedacht, hier müssen wir auch noch mal so 10.000 hinblättern, aber Alter, wie günstig ist da denn? Ich hätte vielleicht einfach mal auf den Preis gucken müssen. Okay, hier noch nix. Hier immer noch nix. Immer noch nix.
Da. Okay, ne, der hat 80 Fitness, das ist Kacke. So, und hier kann man uns einfach so einen frischen mitnehmen. Oder einfach gucken, der hat zum Beispiel 12 Verträge. Ich glaube, den kaufen wir uns einfach mal. Wobei, wir können mal gucken, ob es hier noch welche gibt, die mehr Verträge haben. Wobei, haben wir nicht sowieso viel zu viele Verträge, oder? Genug Verträge auf jeden Fall. Irgendwie sind die alle hier nur Zweitbesitzer. Fünf Besitzer. Ich würde ja gerne einen haben, der gerade frisch gezogen wurde. Aber ist mir egal, ich nehme jetzt einfach. Ach so, doch, ich nehme jetzt einfach den hier. So. Hätten wir schon mal Rodriguez. Dann wollte ich mir als nächstes noch. Nennen. Wer war es jetzt? Ja, er hier. Ich weiß halt nicht, ich glaube, der kostet relativ viel, einfach weil er halt in der Barclays so ein sehr beliebter. Auf 4000, das, Alter, das geht übel gut, also. Sanja, den brauche ich unbedingt, einfach um Chemie für den Innenverteidiger zu bekommen. Denn für die, die es, oder die Spezialisten jetzt so, die wissen bestimmt jetzt schon, wem ich dann in die Innenverteidigung stellen will. Also einen perfekten Link, da gibt es ja nicht so viele, ne? So, Sanja, alles klar. Oh, wie hieß denn, wie wird denn da jetzt geschrieben? Mag. Scheiße, wie wird denn da jetzt geschrieben? Ne. Das weiß ich jetzt nicht. Wir müssen einfach mal so gucken. Gold, Position Innenverteidiger. Liga Barclay und Nationalität Frankreich. Ne, Frankreich. Und Club Man City. Mangala. So, und der kostet nämlich schon ein bisschen mehr. Aber ich muss sagen, der liegt voll im Bereich des Möglichen. Also, ich hatte immer so erst die Befürchtung, dass auf dem PC alles übelst überteuert ist. Also, dass so ein Rodriguez zum Beispiel 10.000 kostet. Was ich ja vorhin schon mal erzählt habe. Und dass halt das Team vielleicht gar nicht auf dem PC so zusammenbauen kann. Aber scheinbar wird das doch möglich sein. Da können wir vielleicht sogar jetzt noch in. Ja, 11.000, der ist meine. Da können wir jetzt noch, sogar noch in die LV Innenverteidiger- und Torwartposition bisschen Geld reinstecken. Und zwar wollte ich mir jetzt ein Torwart holen. Ja, ich bin behindert. Ich kann auch hier einfach Leno eingeben. Bernd Leno. Oder heißt er überhaupt so? Ist ja auch egal, doch. Er heißt Bernd Leno. Er kostet nämlich, ja, auch im Bereich des Machbaren. Wobei, wir könnten uns eigentlich auch Weidenfeller holen. Wie viel kostet ein Weidenfeller? Weil das halt mal ein. Der kostet schon wieder um einiges mehr, ne? Nee, nee, ich glaube, wir behalten oder gucken jetzt erstmal nach Leno. Bernd Leno. Na, da kann ich ja direkt mal einen Preis eingeben. So 2.000-3.000 dürfte er ja nur kosten, haben wir ja vor uns gesehen. So, ja, dafür kriegt man schon einen. Ja, aber ich will schon einen mit 7 Verträgen, also. Oder halt auch mehr. Ja, meinetwegen ihn hier. 3.000, alles klar. Es brauchen. Ach, Kacke, jetzt habe ich natürlich nicht so mitgedacht. Weil ich hatte jetzt eigentlich erst so geplant gehabt, dass wir erstmal kurz was gucken. Erstmal hier kurz so Ramsey. Dann RV Sanja. Mangala. Dann hier haben wir noch den LM, den Rodriguez. So, und jetzt. Hab ich so minimal verschissen, weil ich glaube, Boateng, der ist einfach zu teuer und einen anderen deutschen Innenverteidiger aus der Bundesliga. Gut, wir könnten mal gucken. Hummels ist, denke ich mal, zu teuer. Boateng wird zu teuer sein. Maximal noch einen von Leverkusen. Aber ja, scheiße, ich habe jetzt nicht so mitgedacht. Weil mein Plan war erst hier Weidenfeller, dann Subotic, hier Schmelz und dann hier noch irgendwie Gündogan oder so hinzustellen. Das wäre natürlich alles nur Dortmund gewesen, aber ne, das ist ja egal. So, gucke ich erstmal, was wir jetzt noch hier so hinmachen können.
Können natürlich Papadopoulos hier hinstellen. Und vielleicht. Doch, das könnte doch was werden. Wenn wir uns einfach mal von Dortmund Bender holen. Ja, da ist. Ja, das müsste sein. Bender kostet jetzt nicht so viel. 2.000-3.000 dürfte er kosten. Und dann holen wir uns als LV einfach noch Schmelzer. Und dann haben die ja sozusagen einen perfekten Link. Das heißt, Bender kann da oben noch zwei ausgleichen. So, 1.600. Hier der. Ich nehme einfach den hier mit. So, jetzt holen wir uns noch Schmelzer. Und dann ist das Team eigentlich auch schon fertig. So. Schmelzer, da ist er. Darf nicht ganz so viel kosten, oder halt doch. Da halt nicht. Doch, hier. 1.800, dafür bekommen wir schon welche. 1.600, 1.500 habe ich hier eingesehen. Ja, der ist auch meine. So, und damit haben wir unser Team komplettiziert. Will ich es mal nennen. Und zwar. Nee, ich möchte nichts verlassen. Wir haben jetzt hier im ZDM noch Bender. Der gefällt mir relativ gut auf der PS3, muss ich so sagen. Dann hier noch Schmelzer. Dadurch, dass die so einen perfekten Link haben, also gleiche Liga, gleiche Nationalität und so. Und gleicher Verein. Kann der hier zwei ausgleichen. Jeder bekommt auf 9 Chemie. Ja, und wir haben. Na gut, außer er hier jetzt. Ach scheiße, daran. Ach, ich bin behindert. Das funktioniert natürlich nicht. Da habe ich jetzt nicht mehr so dran gedacht, weil er braucht ja noch mindestens einen englischen Link. Und was ist da, wenn wir. Nee, das wird auch nichts. Ach kacke, da habe ich jetzt natürlich nicht so dran gedacht. Da wird das wohl eher doch nix. Da können wir maximal gucken. Wir brauchen da jetzt auf der ZDM-Position auf jeden Fall noch einen aus der englischen Liga oder einen Engländer. Beispielsweise einen Engländer aus der Bundesliga gibt es glaube ich nicht und einen. Was könnten wir da jetzt noch hinstellen? Ich glaube, das muss ich dann bis zum nächsten Mal noch überlegen. Weil der Sturm, der ist ja schon festgesetzt und. Ja, sonst ist das jetzt natürlich scheiße. Wir können ja nochmal gucken, ob es aus der englischen Liga vielleicht irgendeinen Deutschen gibt oder sowas. So, Gold, Position ZM oder sowas. Barclay, ja. Und hier noch Deutsch. Özil natürlich. Aber würde uns das denn jetzt überhaupt so viel weiterbringen? Also, Wilshire wäre dann natürlich froh. Aber Papadopoulos wiederum nicht. Das ist doch scheiße. Dann müssen wir hier Papadopoulos wieder raus. Aus der Mannschaft entfernen. Müssen hier irgendeinen deutschen Innenverteidiger hinstellen. Meinetwegen Bartstuber. Wem gibt es noch so als deutschen Innenverteidiger? Aus der Bundesliga. Einfach damit Bernd Leno auch seine volle Chemie bekommt. Janschke. Bartstuber, wie gesagt. Aber. Nee, Bartstuber ist mir zu langsam, bin ich ganz ehrlich. Hövedes. Hövedes ist zwar nicht schnell, aber eine Option. Wie viel kostet ein Boateng? Okay, Boateng kostet viel. Hummels kostet auch viel. Wenn wir uns natürlich hier Özil holen wollen. Ich guck nochmal kurz. Hövedes. Wie viel der kostet? Also ich habe ja vorhin schon gesehen, 2.200 gibt es den Sofortkauf. Ja, und davon gibt es auch genug. Müssen wir uns natürlich jetzt noch Özil kaufen, das ist nicht so geil. Weil da haben wir
Ich weiß nicht, ob man das überhaupt mit dem Geld so hinbekommt. Wenn nicht, müssen wir halt noch warten, bis wir ein paar Spieler verkauft haben. Das ist jetzt einfach meine hier. So. Jetzt gucken wir noch nach Özil. Özil. So, wie viel kostet denn der? Also, wir haben maximal 33.000. Ich weiß nicht, ob wir den dafür bekommen. Es wird ziemlich eng. Ah, scheiße. Ich glaube nämlich, das wird so nix. Nee. Scheiße, wie viel kostet denn Özil überhaupt so? Kostet halt 40.000, ne? Hier 37.000. Ach, Kacke. Aber es muss auch noch irgendwelche anderen deutschen Mittelfeldspieler aus der Barclays geben, oder? Irgendwen, irgendwen. Ja, hier, Emre Can. Was? Wie viel kostet denn der? Kostet das so viel? Ne. Das ist ja nicht die Möglichkeit. Wie viel kostet ein Schaden? Was ist der? Eine 74, ne? 35.000 kostet der. Das ist aber jetzt so die einzige Option, die uns bleibt, ne? Eigentlich. Scheiße. 35.000. Okay, warte mal, da müssen wir jetzt mal kurz gucken. Da wäre jetzt sowieso die Mannschaft hier. Ich glaube, die Bundesliga-Mannschaft behalten wir und die Frankreich-Mannschaft verkaufen wir. Ja, ist egal hier. Den stoßen wir da jetzt einfach mal ab. Wie viel haben wir denn gekauft? 400. Ist ja was wert? Ne, 300. Den stoßen wir jetzt einfach mal ab. So. Der hier. Ja, bringt uns sowieso nichts. 500 ist ja noch was wert. Wir bieten den einfach mal hier an für 500 Sofortkauf. Sonst ein RV. Haben wir gezogen, ist der was wert? Ich denke eher mal nicht. Genauso ist es auch. Kann man auch noch abstoßen. Preisvergleich. Da ist auch nichts wert. Kann man also auch abstoßen. Hab ich den jetzt abgestoßen oder hab ich den. Keine Ahnung. Ne, ich hab mal abgestoßen, okay. So, hier ist er was wert. So, wir müssen jetzt noch einen abstoßen. Dann haben wir uns Geld schon rein, okay. Da ist scheinbar auch nichts wert, von daher. Ach, jetzt habe ich ihn hinzugefügt zur Mannschaft. Zum Verein. So, abstoßen. So, und jetzt noch einen. Aber auch nichts wert. So. Okay, und jetzt kaufen wir uns ganz schnell Emre Can, bevor der irgendwie wieder im Preis steigt oder so. Das wäre scheiße. So, komm, Emre Can. 35.000? Ja, komm, gönn mir. Oder gibt es hier noch einen günstigeren? Nee, ne? Ah, das war jetzt wieder knapp. Ich hoffe mal, ich habe mich jetzt hier nicht irgendwie vertan, dass jetzt hier irgendwas nicht passt. Das wäre natürlich scheiße. Aber gut, dann müssen wir halt einfach Emre Can wieder verkaufen. Die können wir jetzt noch schnell hier auf dem Transfermarkt anbieten. Ja, für 350. Hier, geh mal weg. Dann biete ich jetzt auch einfach nochmal an hier für 350. Und ihn hier noch für. Ja, komm, hier weg. So, meine Teams. Hybrid. So, da gucken wir jetzt mal. Bender. Tausch mal aus für ein ZM. Da haben wir dann Emre Can. Ach, Emre Can bekommt aber wieder keine volle Chemie. Ach, fuck doch. Nee, das kann doch nicht sein. Es funktioniert auch nicht, einfach weil wir haben zwar jetzt Höwedes, aber Emre Can bekommt ja keinen grünen Link. Der kann ja nicht hier Rodriguez da wettmachen, ne? Das ist jetzt natürlich scheiße. Da kann ich aber gerade auch einfach nichts mehr gegen machen.
Von daher könnten wir einfach noch gucken, ob es einen deutschen LV aus der BBVA, aus der hier englischen Liga gibt. Aber ich gehe da jetzt einfach mal nicht von aus. Aber wenn, dann müssten wir uns den natürlich kaufen. Ach, ich bin schon wieder viel zu weit. BPL. Ah, jetzt habe ich natürlich keinen deutschen eingegeben. Aber ich glaube, da gibt es einfach keinen. Ja. Es gibt einfach keinen deutschen in der BPL, der Linksverteidiger ist. Ja, ich würde sagen, damit hat sich das einfach mal nicht gelohnt. Wir haben jetzt hier ein Team, das nicht wirklich fertig ist. Ich muss gucken, was können wir denn da noch machen? Ich muss es einfach bis zum nächsten Mal überlegen und dann ja. Haut einfach rein, bis dann und ja. Ciao. So, ich mache jetzt doch noch mal ganz kurz weiter. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, wir stellen einfach hier den Emre Can für so 37,5, ja, einfach wieder drauf, weil er bringt uns ja einfach mal nichts. Da habe ich natürlich nicht so überlegt. Und ich glaube, ich werde jetzt einfach einfallslos eine BPL-Verteidigung machen, weil mir fällt einfach kein Spieler ein, der irgendwie was mit der spanischen Liga zu tun hat, mit der englischen und der Bundesliga oder irgendwie hier grüne Links zu den beiden bekommt und dann halt noch einen orangenen zu denen, weil aus der spanischen Liga, aus der englischen Liga gibt es keinen deutschen ZM, der hier irgendwie zu allen einen guten Link haben würde. Maximal halt Özil, aber der ist halt, wie wir gesehen haben, zu teuer. Und deswegen werden wir einfach die hier wieder entfernen. Und uns jetzt noch einfach hier ein paar BPL-Spieler kaufen. Das heißt, wir brauchen jetzt. Ach, es ist irgendwas weggegangen. Toll. Achso, ja, das können wir hier nochmal schnell verkaufen. Weil wir haben jetzt sowieso keine Münzen. Achso, da habe ich jetzt natürlich gar nicht dran gedacht, dass wir jetzt keine Münzen mehr haben. Ich glaube, wir müssen einfach bis zum nächsten Mal warten, bis Emre Can dann verkauft worden ist. Ja, und so lange bleibt uns halt nichts weiter übrig. Außer jetzt halt noch zu überlegen, wir könnten hier natürlich dann noch so ein, weiß nicht, so ein Joe Hart hinstellen. Vielleicht haben wir ja das, nee, für Kompanie werden wir das Geld nicht haben. Aber hier zum Beispiel so ein Clichy kann man ja einfach hinstellen und was weiß ich, was da alles gibt. Also BPL wird das beim nächsten Mal alles noch. Dann hier jetzt nochmal kurz gucken. Bundesliga, die Mannschaft löschen wir jetzt einfach nochmal kurz. Ne, das war falsch. Also Frankreich können wir löschen. Die wählen wir aus. Um jetzt einfach nochmal die Bundesliga zu löschen, ja. So, und dann werden wir beim nächsten Mal einfach das Team hier beenden. Um dann, naja, noch den halt überhaupt mal ein Spiel machen zu können. Und dann besetzen wir die ganze Bank halt noch mit der Bundesliga. Und ich denke mal, das passt schon. Ja, ich würde sagen, da machen wir hier jetzt einen Cut. Wir setzen jetzt nur noch schnell die Bundesliga hier irgendwie drauf. Ja, Bundesliga. Okay. So, und dann würde ich sagen, ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ja, diesmal wirklich ciao.